So, jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Na? Nate? Nee, geht noch nicht ran. Geht noch nicht ran. Ich werde schon mal die Maschine starten. Und dann mal einen Pre-Trip machen. Und euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen hier aus Mexiko, meine lieben Dieselfreunde. Ich würde sagen, bevor ich mein erstes Schlückchen hier genieße, machen wir nochmal die Außenhofrunde. Ist noch ein bisschen ungewohnt, ne? Haben wir gerade, wo der Blinker hierher kommt? Seht ihr irgendwo den Blinker? Das ist echt ein Ding hier. Ich habe ihn schon mal woanders gesehen. So, das sieht aber alles sehr gut aus hier. Auch die Verspannungen alle noch fest. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen nach dem Aufstehen ein bisschen nachgespannt, wie sich das gehört. Ah, Sonne kommt raus. Ah, herrlich, ne? Da freut man sich direkt auf die Weiterfahrt. Nachher, wenn wir rollen, dann habe ich noch Good News für euch. Ein Gallop. Da freue ich mich selber auch schon total drauf. Also irgendwie scheint hier vorne ein Blinken herzukommen. Allein von vorne kann ich es nicht sehen. Also müssen auf jeden Fall andere Blinker drauf, da müssen wir uns drum kümmern. So, wunderbar. Kommen wir wieder rein. Schlückchen Kaffee genießen. Ja, Kraft wie eh und je. Sein, dass sich die Blinker wieder verstellt haben? Die Rückspiegel? So, okay. Okay, gut. Nee, waren so. So, würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit. Einiges an Strecke jetzt noch vor mir. Geht immer noch nach Gallup. Es ist jetzt 8 Uhr mittlerweile nach der Außenhofrunde. Stehen bei 2800 Dollar circa. War nicht mehr lange. Wenn Kredit- und Lebenshaltungskosten runterkommen. Ja. Ich hatte gestern mit Nate geschrieben, deswegen hatte ich ihn jetzt auch nochmal versucht zu erreichen, aber geht momentan nicht ran, kann auch sein, dass er auf der Arbeit ist. Er ist ja noch in Gallup, zieht aber um halt jetzt gerade nach Bakersfield. Erstmal er, Familie bleibt noch in Gallup. Aber er will sie halt auch so bald wie möglich nachholen. Ich kann halt durch Nate, der kennt halt auch den Nachbesitzer jetzt, seiner Werkstatt. Der ist genauso günstig wie er. Lasse ich wahrscheinlich in Gallup in der Werkstatt meinen LKW umlackieren. Damit hat der Nate dann bei ihm was gut, weil der andere macht dann halt ein bisschen Umsatz. Und im Grunde genommen setzt er sich in das gleiche Nest rein wie das, in dem der Nate vorher saß. Und ob das so clever ist, weiß ich nicht. Denn beim Nate lief es ja auch nicht besonders. Auf der anderen Seite hat er die ganzen
Geräte alle mitgekauft mit der Insolvenz für einen wohl ganz guten Preis. Das ist dann ähnlich wie im Gastrogewerbe, so ein Restaurant lohnt sich erst oder rechnet sich erst ab dem zweiten Besitzer, wenn die ganzen teuren Geräte quasi nicht mehr eine Abzahlung sind. Ja, und da werde ich dann den LKW lackieren lassen. Und vielleicht auch die, falls es mit abfällt, die Tanks gleich mit. Macht sich halt so seine Gedanken. Also man kann hier einen richtig schicken Truck draus machen. Und das habe ich auch vor. Ich freue mich auch, dass es so gut bei euch ankommt. Das ist halt immer Geschmacksfrage, ne? Eine mag halt Hauber gar nicht oder halt gerade diese Classic Freightliner gar nicht. Und diese eckigen und kantigen Hauber. Ja. Aber was will man da machen? Geschmäcker sind halt da wirklich verschieden und man kann es einfach nicht jedem recht machen. Und am Ende des Tages muss es ja auch mir gefallen. Und ich stehe einfach auf diese Optik. Muss ich ehrlich sagen. Inshallah. Schön, da wie. Ja. Ein 14 hier durch die Gegend torkt. Also von Drehmoment Torque. Ein bisschen das Tempo rausnehmen. Wenn noch ein bisschen Geld überbleibt, das kann ich jetzt noch nicht versprechen, muss ich mal gucken, dass ich den Trailer, den würde ich schon gerne auf die gleiche Farbe wie die Zugmaschine bringen. Welche Farbe es wird, verrate ich noch nicht. Und was Nate auch gleich vorbereiten soll, und deswegen versuche ich ihn anzurufen, ist, ich habe ihm eine E-Mail rübergeschickt mit meinem Entwurf für die Tür, also für die Signs, für die Schriftzeichen. Ui, jetzt ist mir gerade ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil ich gerade schon ein bisschen so befürchtet hatte, dass der links um die Ecke zieht. Der Peter eben. Mexicali, da habe ich gleich wieder Erinnerung an den Fernando von Warbird. Muss ich eigentlich auch mal irgendwann ein bisschen Zeit habe. Mitten ins Herz. Dann kann man mal wieder gucken mit Hugh Grant und wie heißt sie gleich? Ja. Komm gar nicht drauf. Inshallah, inshallah. Ein bisschen langsamer hier durch. So ein bisschen was an der von einer Jailbreak wollen wir auch noch ein bisschen was machen. Ich würde gerne mal auf eine Waage. Ich hoffe, wir finden eine. Ich möchte das gerne mal wiegen. Grüße hier, das ist immer genial, wie dieser große Turbo so abbläst, ne? Das ist
Freightliner. Schön. Sieht aus wie ein Classic XL, ja. Das ist auch einer. Güte, wer hat denn das hier gebaut? Ja, mittlerweile kennen die mich hier schon. So, noch vor 11 in den Staaten zurück. Sehr gut. Oh, so knapp gerade. Den habe ich überhaupt nicht gesehen, den Kollegen. Im Spiegel. So, mal gucken, ob die Strecke auch tatsächlich die günstigste ist. Ja, bis nach Gallup werden wir es heute nicht schaffen, aber das macht schon Sinn hier. Ja. Über Phoenix, das passt schon gut so. Ah, schön, von unten raus. Sehr schön. Die Blinker würde ich halt gerne auch wechseln. Die scheinen nach vorne raus zumindest nicht mehr so in Ordnung zu sein. Also steht noch ein bisschen was an. Dennoch, die Basis ist sehr gut. Ist auch schön kräftig, der Motor. Bis jetzt ein sehr, sehr guter Begleiter. Ja, ich hatte gesehen, der Falk Lohse, der ist auf International umgestiegen, von Peterbilt. Wie er da an die alte Burg herankommt, von dem schönen Peter, also das ist für mich auch unerklärlich. Und der ist auch zum Detroit-Fan mutiert, was erstmal nicht verkehrt ist. Aber was soll ich sagen, Cummins ist da halt einfach besser, ne? Ich glaube, das ist einfach eine Geschmacksfrage. Das muss man noch sehen. Papier sehen die alle ziemlich gut aus, aber ihr wisst ja selber, wie das im wahren Leben ist. Ein Papierdiesel, ein Japaner-Diesel sieht auf dem Papier auch neben einem Europäer ganz gut aus. Und dann muss man die Getriebeauslegungen sehen und dann, wie die Autos tatsächlich performen. Zumindest früher mal, ich hätte da mal so einen RAV4, schon lange her, Leute, mit 170 PS oder was der da, oder 175 PS mal als Leihwagen. Und damals, zu der Zeit, da fuhr ich noch ein Skoda Octavia RS mit 2 Liter Comrade Diesel, war das, glaube ich. War es ein Comrade Diesel? Ich weiß nicht mehr. Oder war es nur ein Turbo Diesel? Und ich glaube, es waren schon Comrade Diesel. Und der Skoda hat auf jeden Fall mit 7 PS weniger, klar, es waren gegenüber so ein Möchtegern-SUV, eine Limousine, aber der hat deutlich besser performt. Der ganze Durchzug. Das hat mir persönlich vom Fahrgefühl her viel, viel besser gefallen. Das wird wahrscheinlich jemand, der einen RAV4 fährt, nicht gerne hören. Aber das war zumindest halt meine Erfahrung. Na, Juma, fahren wir die zum ersten Mal hier zusammen? Guck mal an. Über 100 Stundenkilometer. Da können die Jungs in Europa nur von träumen.
technisch, 9 Stunden. Okay. Da muss ich natürlich ein bisschen was abziehen, ne? 3 Stück Minimum. Bei einer ist halt draufgegangen schon bei der Inspektion, das ist eher Schichtzeit. Also von 9 bis, haben wir es jetzt? 11:43 Uhr, 10, 19. Das eine nochmal drauf. 20 Uhr dürfen wir fahren. Ach, schön, wie er jetzt sieht. Ich freue mich total. Ja, aber jetzt mal ein Foto, Freunde. Das ist gar nicht so einfach hier. Aber spielend zieht er hier seine Bahn. Herrlich, herrlich. Ja, das Einzige, was ich halt wirklich ein bisschen vermisse, ist halt wirklich der größere Sleeper. Aber ich werde mich hier dran gewöhnen. Das ist jetzt so schlimm, ist das jetzt auch nicht. Ist ein bisschen kleiner, ein paar Inches. Dürfen nicht vergessen, in Arizona noch zu tanken. Ich freue mich dann, wenn auf den Türen und an der Seite, wenn dort meine Firma draufsteht und die Vehicle Identification Number und so weiter, das Ross Wade, freue ich mich schon. So, jetzt ging aber genau $500 runter, Lebenshaltungskosten und Kreditrate. Die Auspuffe, die müssen anders. Also, aber da gibt es noch so viel an dem Truck zu machen. Weil ist halt eine geniale Basis. Natürlich auch Aluminiumfelgen drauf. Ne? Kann man noch viel Geld versenken in der ganzen Geschichte hier. Jetzt richtig so gerade Blut geleckt, gerade mit diesen Transportpreisen, weil mir das halt vom Einkommen her ganz andere Sachen ermöglicht. Also, du musst nicht mehr so jagen, das bleibt am Ende des Tages viel, viel mehr über. Dadurch kann man sich dann solchen Träumen hingeben, das ging leider beim FLD gar nicht, aber hier geht das mit diesen, durch den Trailer halt, ne? Und die Power, die ich jetzt habe, muss ich echt so Gedanken hingeben, was mache ich aus dem Truck, wie schick mache ich den. Ich kann mir was leisten. Wenn ich das überlege am Anfang, wie stark muss ich doch fahren und verschieben, allein diese Kühlbox. Wie lange hat das gedauert, dass ich mir die leisten konnte? Und weil der Markt dann gesagt hat, ja, Moment, Bier mitführen im Führerhaus, ist auch so eine Sache in den USA. Nee, machen wir nicht, ist alkoholfreies. Und Das geht jetzt alles. Ja, ich kann jetzt drüber nachdenken, die Zuchtmaschine lackieren zu lassen, einfach mal so nach so kurzer Zeit vor allen Dingen. Lass es momentan die Schulden mal noch ein bisschen Schulden sein, weil ich brauche das auch fürs Auge und fürs Herz. Und natürlich aber auch für die Offiziellen, dass halt mein Firmenname drauf ist und alle Nummern, die ich brauche. Und das ist wichtig, dass es drauf kommt. Ach, guck mal hier, wie er den langen Anstieg hier hochzieht. Schön. Ja, das ist Cummins Power, Leute. Das ist Cummins Power. Ja, und was soll ich sagen? Also ich freue mich total. Und da kann man halt solche Sachen machen, aber ich mache jetzt halt diese Firmenbeschriftung nicht zweimal drauf. Also ich werde, wenn dann gleich umfolieren oder lackieren lassen, müssen wir schauen.
und dann die Firmenbeschriftung drauf, weil sonst müsste ich es doppelt machen. Das wäre auch blöde. Das auch doppelt bezahlen. Das sind zwar nur kleine Beträge, aber es ist einfach auch die ganze Arbeit. Und wenn es halt über ist, beziehungsweise ich es halt jetzt verdienen kann und das mit einer relativen Sicherheit, weil ich habe mal geschaut, vom Gallup aus gehen auch mehr als genügend Ladungen weg. Und nur einen Tag muss halt genügend überbleiben, dass ich einen Tag mindestens aussetzen kann. Das haben sie schon gesagt, dass das brauchen, also 2 Arbeitstage. Das war jetzt aber auch nicht unbedingt eine Vollbremsung gewesen. Das war vernünftig angebremst. Aber schon ein bisschen überraschend gerade, das gebe ich zu. Schade, ich war gerade so schön am Gleiten. Hat sich gut angefühlt. Und richtig Meilen machen, Geld verdienen. Nochmal reduced, was soll man dann fahren? So, jetzt will ich auch nochmal schauen hier, gerade wenn wir in der Rest Area vorbeikommen. Ah, Phoenix ist da oben. Okay. Das war auch noch eine Station hier. Ich denke mal, die ist ganz interessant. Das könnte die für heute Abend werden. Mal gucken. Hinter Kampfwerder. Das könnte schon gut hinhauen. In der Zeit, ja. Das kommt gut hin. Richtig schön. Boah, ich würde schon sagen, was ist das in diesem Ding? Aber es ist ein Mähdrescher. Phoenix als nächstes dann dran, schon nach Coronado da drüben müsste es gewesen sein. Da ist auch schon Kampfwerder ausgeschrieben. Ja, hier waren wir schon mal, ne? Ein bisschen vorsichtig hier sein bei den großen Städten. So durchheizen. So schnell mal dran.
zeittechnisch. Ja. Auch das sieht gut aus. Ich kann leider keinen Platz machen. Pult mit 45.000 Pfund hinten drauf zieht er hier den Berg fast ohne Geschwindigkeitsverlust hoch. Herrlich, herrlich. Fast schon zu einfach. Die kann ich teilweise noch nicht so richtig auseinanderhalten, oder? Die alten noch nicht so. Oder die dazwischen. Das fällt mir manchmal noch ein bisschen schwer. Da ich mich noch nicht eingehend genug mit der Firmengeschichte beschäftigt. Blick hier. Das ist doch ein 8. Ein 8. Ja, mir geht's gut. Ja, morgen ungefähr. Morgen bin ich in den, ich denke morgen im Laufe des Mittags spätestens. Das passt. Super. Ja gut, alles klar. Prima. Du, die Blinker vorne müssen auch gemacht werden. Die siehst du von vorne nicht. Keine Ahnung, was der Vorbesitzer da draufgeschraubt hatte. Aber die müssen auf jeden Fall, müssen die auch runter. Ja? Ja, stimmt. Mit den Kisten kannst du ja alles anschrauben, das ist richtig. Jawohl. Na gut, freue ich mich. Sehen wir uns morgen. Alles klar. Schön, dass es klappt. Und wie sieht es mit Roger aus? Montag? Ja, prima, super, alles klar. Dann sehen wir uns bestimmt in Bakersfield. Ja, Gruß Frauen, Kinder, bis dahin, tschüss. Ja, klappt morgen, Gallop. Übers Wochenende quasi Lacken. Und ja, Nate ist auch am Montag dann schon in Schneegerdünsen, in Bakersfield, beim Watcher, super. Haben uns auch in beide Richtungen gut geholfen. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie ihr den Truck mögt.
wenn er die Farbe hat, die ich mir aussuche. Da sind wir heute auch extrem gut durchgekommen, aber Fahrzeit ist jetzt langsam rum. Wir haben es jetzt 4:35, ein bisschen könnte ich eigentlich noch, aber ja, es passt aber. Glaube ich, für Trucks die Rust Area, ne? Ganz gut da. Mal gucken, dass auch die Kollegen noch genügend Platz haben dann. Das ist nämlich selber auch, wenn ein Truck alles zustellt oder ein PKW so dumm sich dahin stellt, dass andere dann keine Chance mehr haben, sich dahin zu stellen. Stelle ich mich hier ganz rechts am Rand. So muss ich gut stehen, ne? So, dann kontrollieren wir das nochmal. Das sieht gut aus. Von hier aus auch. Ja. Ja, das lassen wir so. Ja, dann gehe ich nochmal. Mir reicht es auch für heute so ein bisschen. Dann gehe ich jetzt nochmal ein bisschen laufen hier, beziehungsweise ein bisschen in die Berge kraxeln hier, wenn man das so nennen kann. Aber das macht halt auch irre Spaß. Muss nur genügend zu trinken mitnehmen und dann. Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder und dann geht's nach Gallup und dann geht's in Reset. Jo, und dann haben wir hier eine neue Farbe. Mal gucken, was sich noch alles ändert. Ne? Also, bis dahin. Ciao.